Oje, der Siphon läuft aus. Und das gar nicht so wenig. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als ihn gegen einen neuen auszutauschen. Gesagt, getan. Zuerst kümmern wir uns um die Demontage des alten Siphons und lösen dessen Überwurfmutter am Ablaufventil. Danach lässt sich der Siphon durch eine Dreh- und Ziehbewegung ganz leicht entfernen. Wir sind neugierig, warum der alte Siphon undicht geworden ist und zerlegen ihn in seine Einzelteile. Zwischen dem metallenen Fallrohr und der Plastikverlängerung zeigen sich massive Ablagerungen. Es ist also kein Wunder, dass das Wasser genau hier austritt. Jetzt aber genug davon. Um den neuen Siphon in der Länge einzumessen, schrauben wir diesen an das Abflussventil und bestimmen die Höhe. Er ist ein wenig zu kurz, also nehmen wir ihn wieder ab und lockern auch die untere Überwurfmutter. Dann ziehen wir das Fallrohr aus dem Geruchsverschluss und verändern die Position des Plastikrohres entsprechend. Danach bauen wir den Siphon wieder zusammen und montieren ihn erneut am Ablaufventil. Die Höhe stimmt jetzt schon mal. Im Anschluss kümmern wir uns um die Tiefe des waagerechten Abflussrohres. Mit dem Maßband messen wir dabei Folgendes. Das Rohr liegt ca. 2,5 cm im Geruchsverschluss, hat einen Abstand von 3,5 cm zur Wand und dringt 2 cm in die Muffendichtung ein. In Summe benötigen wir also ein Rohr mit 8 cm Länge. Zum Abschneiden verwenden wir eine Gärungslade samt Eisensäge. Und keine Sorge, wenn das Abschneiden nach kurzer Zeit Probleme bereitet. Auch wir müssen das Rohr immer wieder ein kleines Stück drehen und neu ansetzen, sodass immer nur eine Wand des Rohres gesägt wird. Ist das Rohr dann einmal zugeschnitten, sorgen wir für eine entgratete Schnittkante. Danach stecken wir es mit dem abgeschnittenen Ende in die Muffendichtung und stülpen die Sichtblende über. Als nächstes bringen wir auch den Siphon in Position und stecken diesen auf das waagerechte Abflussrohr. Dann achten wir darauf, dass die Flachdichtung an der oberen Überwurfmutter eingelegt ist und verschrauben die Mutter mit dem Abflussventil. Als letztes trocknen wir den Siphon noch gut ab und öffnen den Wasserhahn. Und siehe da, nichts rinnt und tropft. Perfekt, der Siphon ist montiert. Hat dir das Video gefallen? Dann abonnier uns doch und schau auf unserer Webseite vorbei. Wir freuen uns auf dich.